Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir kämpfen weiter gegen die Viper. Viper, die ist halt eine Sau. Ah, Mann, die ist Sau hardcore. Ihr Haus ist halt hardcore. Immer drauf, oh Mann. Das ist das Wichtigste, Leute. Ja, wach auf. Boah, die hat. Okay, die Seite müssen wir mal noch ein bisschen bearbeiten. Weil die haben schon, die Freunde von ihr haben auch ein bisschen Probleme und die müssen ein bisschen bearbeitet werden, leider. Und das ist das Wichtigste, immer bearbeitet werden. Nein, ich konnte nichts sehen, Leute, sorry, Leute. So, jetzt schaffen wir so. Ja, hier geht's echt nicht. Mann, die könnte auch mal zum Zahnarzt gehen, oder Leute? Hat ein bisschen Zahnprobleme. So, jetzt haben wir und wieder ihren Haus. Oh Mann, die ist aber noch viel vor uns, Leute. Gegen sie ist noch viel vor, Leute. Aber den Rest schaffen wir noch. Ach noch, und dann haben wir hier. Oh, die tut ein paar Frösche herbringen. Oh, da ist auch noch ein Frosch. Okay, den tun wir jetzt auch noch weg eliminieren, Leute. Und der nächste und nächste und immer weiter. Die Hälfte haben wir. Jetzt müssen wir mal ziemlich. Die ist schon richtig genervt von uns, oder leider? Wir haben ja auch, wenn man tausendmal ihr Haus zerstört. Und die baut halt immer wieder auf und jetzt zerstören es weiter.
Wäre ich auch genervt. Immer drauf, dass die beste Verteidigung ist der Angriff. Wenn man selber angreift, kann man nicht angegriffen werden. Das ist wichtig. Hämmert. So, ihr Haus wieder zerstört. Jetzt gehen wir richtig Tempo, Leute. So, Leute, haben wir sie endlich besiegt, die Viper. Was sind die? Okay. Die ist plötzlich abgehauen. Echt komisch, seltsam, finde ich. Aber naja, wenn sie halt abhaut, dann haben wir halt gewonnen, Leute, hier. Und wieder eine erfolgreiche Mission von unserem Dream Team. So, Leute, jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Weil es war ja eine rote Mission, das heißt, Story kommt wieder. Kapitel 7, The Great Antia. Wow. So, Leute, tun wir wieder ein bisschen speichern alle. Oh Mann, Kapitel 7 für Menschen. Okay, dann schauen wir mal, was so abgeht hier, Leute. Gucken wir mal, ob wir irgendwas wieder. Den kriegen wir ja immer noch keinen. Ich
Verbesserungen kriegen wir immer noch. Wir brauchen nur noch ein paar Tarnstiegel. Wenn wir das haben, dann könnten wir unsere Rüstung aufleveln. Das heißt, wäre halt gut, Leute, wenn wir endlich so ein Ding kriegen würden. Aber ich denke, wir gehen trotzdem noch mal eine Runde Bad ins Bad nach so einem harten Kampf. Müssen machen, wo Bade kennen dürfen, oder Leute? Oder wie findet ihr sowas? Oh, unser Sensei Yamato macht heute seinen Badetag. Oh, ore ga kizukan to wa na. Taishita mono da. Yukkuri shite ike. Ja, der Yamato, unser Sensei, der ziemlich gute, mega coole Kämpfer finde. Schade, dass wir Yamato nicht mitnehmen können. Das wäre halt sau cool, finde. So Leute, jetzt nehmen wir aber jetzt darf sie mal ein bisschen wieder reisen. Speichert man sicherheitshalber nochmal wie immer. Besser mehr speichern an zu wenig, sage ich immer. Und jetzt schauen wir mal, was unsere Quest nun will. Wo ist irgendwie Hilfsmission? Oder so Krankenmission? So, schauen wir mal hier erstmal so. Ah, da kann die, okay. Okay, dann schauen wir mal, was das für ein Netz ist. Oh Mann. Oh, Alter, aha. Oh, das heißt, wir müssen erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann können wir erst 8 Missionen müssen wir so machen. Okay, dann okay, tun wir mal gegen die 5 von den Kämpfer. So, dann kämpfen wir nur gegen die Kunden. Gegen die Wölfe, alles. Sau cool, finde ich eigentlich. Ja, man wird mal sehen. Das heißt, 8 Missionen müssen wir machen. So, dann suchen wir erstmal die 5 Wölfe. Wir brauchen nach die Ko. Alter. Oh, hier sind mal, wie es aussieht, noch keine von denen. Aber wenn wir auf einer Farmen können, wir immer mal ein bisschen farmen. Und das ist mal gut zu farmen, ist den Lane gebraucht. Die finde ich, die brauchen wir nicht. Ne? Ah, der erste.
So, ah, gucken wir uns hier erstmal nach oben gleich. Vielleicht spawnen da noch ein paar. Gut, wir können neue Missionen ruhen. Gehen wir mal zu 5 oder Leute. 2 haben wir schon. Oh nein, leider, nein, nein, nein. Da will ich nicht mal zum Endboss. Zum Endboss. Ein Endboss will ich nicht, Leute. So ein Endbosskampf ist nicht so mein, finde ich. Er folgt uns jetzt aus. Hoffentlich kommt er nicht in unserem Bereich nur. Das wäre nicht so toll. Spawnen da noch Männer? Ja. Nein, das spawnt keiner mehr. Gehen wir mal weiter zu 9. Vielleicht sind da ein paar. Du 2, okay. Ah, das sind noch 2. Und fertig, die erste Mission vom Kapitel 7 hat man erfolgreich abgeschlossen, Leute. Alter. Lasst mich in Frieden! Hoffentlich schaffen wir das noch, es wird saugnapp. Bloodweb, okay. Oh Mann, was für Missionen finde ich. Aber nicht schlecht so. Aber wie viele Kapitel sind das noch? Das ist abnormal, finde ich, oder Leute? 7. Kapitel, scheinbar schon im Spiel. Schon heftig, finde ich. Aber mal sehen mal, wie viele Missionen. Chapter mehr noch machen müssen. Wie gesagt, tun wir wieder aufbauen, wie immer. Oh Mann, jetzt alle, was für Missionen wir alles hier schon bis jetzt machen müssen. Echt cool, finde ich. Aber wir sehen halt mal dafür. Guck mal, ob man was upgraden kann, aber ich denke nicht, nein. Nein, leider nicht, aber Mensch, kann es ja schon bald verkehren. So, wir können heute wieder baden gehen, richtig. Was man kann, hat da Material? Nee, er kann nur bauen, weil man bräuchte noch eine neue Sache dafür. Finde ich, weil das schon heftig ist, was wir alles brauchen. Heute gehen wir mal mit ihr baden, oder Leute? Könnt ihr auch mal sagen, mit wenn wir noch baden gehen sollten?
Würde mich sehr interessieren, Leute. Ja, was schöne Geschichte, Leute, bitte. Mal gucken, ob uns da schon wieder zurück ist. Ah, nicht schlecht. Oh, bringt leider nichts richtig mit. Aber ist nicht schlimm, finde ich. Kann ja nicht immer gute Sache geben, finde ich. Oh, manche Missionen Quests haben wir immer noch keine neue. So, Leute, aber gegen die Vögelmänner kämpfen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter geben wieder. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.